Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Wir sind hier beim NACE-Treffen, wie man im Hintergrund unschwer erkennen kann. Ganz viele NACE-Teamangler und Mitarbeiter. Und wir haben heute eine besondere Challenge. Ich bin mit einem Vecchi unterwegs und mit jemandem, den ihr noch nicht kennt. Und zwar da hinten arbeitet er schon. Unser neuer NACE-Mitarbeiter quasi. Der Julian. Und wir haben eine Aufgabe. Julian, komm doch mal hierher. Schnell! In dem Alter hören sie noch, wenn man sagt, komm mal schnell her. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Julian, wir wollen wissen, was ist dein Barsch-BB? Bei 42 liegt der noch. Barsch-BB ist 42 und das ist heute die Challenge. Wir müssen es schaffen, seinen Barsch-BB zu knacken. Wenn wir es nicht schaffen, müssen Vecchi und ich baden gehen. Wenn wir es schaffen, gehe ich baden. Ja, es ist arschkalt, es sind 5,5 Grad Wassertemperatur. Also, ihr seid dabei, wir gehen aufs Wasser. Los geht's. Hallo. Los geht das. Kamera noch geholt, was zu trinken und jetzt kann's ab aufs Wasser gehen. Oh, geht nicht auf, eingefroren. Danke. Heiß. Ich mag's, dass du rennst, das ist wichtig. Aua, ist richtig heiß. Die Problematik ist, dass wir natürlich gestern Abend im Regen gefahren sind, das Boot nicht abgedeckt haben und einfach draußen liegen lassen haben. Und natürlich frieren dann die Fächer zu. Und in dem Fach ist der Hauptschalter für den Motor. Und den können wir nicht starten, solange wir das Fach nicht aufhaben. Julian, nächste Aufgabe, nochmal kochendes Wasser wiederholen. Das wird besser. Wird besser mit den Fächern? Kommen Sie da rein. Dankeschön. Oh, bin ich jetzt zu spät. Jo, wir sind los. Nach 2 Stunden ist Team Chaos auch auf dem Wasser. Wie immer. Kein Angeltag ohne Chaos. Ich meine, daran sieht man ja, wie arschkalt es ist und dass man echt keinen Bock hat, jetzt ins Wasser zu gehen. 5 Grad hat das, 4,9 Grad hat das Wasser. Das muss ich mir vorstellen, das ist geisteskrank. Letztes Mal, als wir hier waren, das ist ein paar Wochen her, da war es schon bei 6,5. Ah ja, okay. Hinsetzen, ich möchte hier abgehen wieder. Endlich, ab zum Spot, Jungs. Angekommen. Starten wir uns alle mit einem Mad Max aus und dann geht's los. Julian, welche Route ist deine? So, erster Wurf. First Cast. Ja, ich bin gespannt, ob heute was geht. Das Wetter wechselt so krass im Moment. Wir haben gerade richtig Sturm gehabt gestern. Also so, dass man nicht aufs Wasser konnte eigentlich. Also nicht eigentlich, man konnte nicht aufs Wasser. Und heute ist Ententeich, Wind hat komplett gedreht. Ausreden findet man immer als Angler. Jetzt geht es darum, trotzdem Fisch zu fangen. Und das machen wir jetzt, hoffentlich. Weil, ey, 4,9 Grad Wassertemperatur. Kein Bock, ehrlich nicht. Julian, du hast gemeint 42 dein PB, oder? Ja. Wie lange ist das her? Das ist schon eine ganze Weile her. Einige Jahre vom Bellyboot. Aber in Deutschland, oder? In Deutschland, genau, an der Talsperre. Und jetzt bist du extra hier ins gelobte Land gereist, um dir so einen richtig großen abzuholen. Genau, mein erstes Mal hier in Holland. Aber es ist Zeit für einen neuen PB, langsam. Ja, ne? Also bis jetzt haben wir eine gute Quote. Quote ist 2-0. Also zweimal versucht, zweimal geklappt. Einmal hatte der Kollege einen 86er Zander als PB. Da hat er dann einen 88er gefangen. Da war Vecchi jetzt nicht dabei. Und einmal habe ich mit Vecchi den Florian geguidet, der hatte auch einen 42er Barsch als PB, glaube ich. Und der hatte dann an dem Tag einen 50er bekommen. Und zwar genau hier an der Stelle. Ja, da erinnere ich mich gern zurück. Der krasseste Barschtag unseres Lebens. So sieht es nämlich aus. Den Video verlinken wir hier mal in irgendeiner Ecke. Da waren aber ganz andere Bedingungen. Da war bedeckt, Regen, arschkalt. So,
Tiefdruck. Naja. Hast du die in Deutschland gekauft oder in Japan? Ja, okay, dann ist wahrscheinlich die 51er. Die hat dann ein bisschen eine tiefere Spule. Genau, die tiefe Spule, was ich gar nicht geil finde eigentlich. Ich habe hier bei der Rolle die Spule bei der Rollenwartung geschrottet. Die hat dann nicht mal angepasst danach. Sag mal, wie oft er das in seine Rollen gewartet hat in seinem Leben. Ich habe noch keine Rolle jemals in meinem Leben gewartet. Noch nie. Mach ich jetzt auch nicht mehr? Ich auch noch nie in meinem Leben. Nicht mal dran gedacht, um ehrlich zu sein. Nee, ich auch nicht. Und ich habe mir dann hier bei Ali so eine BFS-Spule geholt. Die ist Hammer, die hat nicht viel gekostet. Nerdgespräche da drüben. Die Rolle, die Rolle. Alter, die Rolle muss werfen und Fische fangen. Und Schnur einziehen. So, wieder raus. Platzwechsel. Abmarsch. So, ich wechsle nochmal auf den größeren. Hier ist ein sehr trüber Spot im Vergleich zum anderen. Hier erwarte ich auch Zander parallel, deswegen nochmal größer. Aber die Barsche pfeifen sich den auch rein. Hab Bock. Sieht schön aus hier. Ihr kennt den Spot vielleicht auch. Die haben wir auch schon mal in einer anderen Folge ganz gut gefangen. Stefan? Er hat sich umgedreht, aber ob er das ist? Ja, lieber wäre ich allein auf dem Stretch hier. Aber die beiden Boote vor uns waren vor uns da. Von daher gliedern wir uns hier ein. Schauen wir mal. Yeah, that's what I said to the guys. You didn't recognize us. I just bite my record this morning. Oh, how big? 3.39. Oh, crazy. Congrats. Boah, guckt euch dieses fette Ding an. Komm, guck dir den mal an, was du heute noch fangen musst. Hier, komm. We have a challenge today. If he will catch his personal best today, okay, he has to swim, because we guide him to his personal best. If he's not catching his personal best... Wow. What is the personal best? 42. 42? Oh, easy. Oh, man. It's my first time in the Netherlands. Fuck, we talk too much. So it's time to move. Guys, catch a big one. So, das kommt davon, wenn man labert. Wir haben nur gequatscht, nicht geangelt. Und hinter uns kam ein Boot angefahren, dicken Barsch gefangen. Typisch. Deswegen mehr angeln, weniger reden. Ich wechsle jetzt mal auf einen Prototypen von unserem Crank. Denn Stefan konnte diesen Monsterfisch mit einem Crank fangen. Vielleicht ist das ja der Weg zum Erfolg. Welchen nehmen wir? Boah, die sehen alle geil aus. Ich glaube, ich nehme den hier. Das hänge ich ein bisschen im Handschuh. Aber dieser wunderschöne Crank soll es jetzt richten. Fisch! Boah. Yes, ja. Die schwimmt heute! Oh, machen wir Anker mit, Leute. Zweiter Wurf wieder mit Mad Max. Geil, ich bin happy. Guck mal, lass mich hängen. Komm, wir machen ihn mal hier rein. Das Schlimme ist, also ist auf jeden Fall dein PB, halt ihn mal so fest, dass wir das Measure Tape nicht rauskriegen. Die Fächer sind alle zugefroren und wir können nicht ans Measure Tape. Halt mal an die Route ran und markieren da. Nee. So,
Maßband gefunden, machen wir natürlich nass wie immer. Julian, hau den Haken bitte nicht rein, bevor. Ja. Entharg ihn hier. Boah, das ist das eine Maschine, ey. Hast du schon mal so einen Barsch gesehen? Nee. Nur 46 cm, was heißt nur? Aber es ist ein schöner, schöner Fisch. Kugelrund. Ich bin happy. Ich freue mich so, dass du mal diesen Ding nicht. Oh, komm, mach den schnell ins Nest, dass er nochmal atmen kann, bevor ich ein paar Fotos mache. Unsere Serie ist ganz gut. Dreimal probiert, dreimal PB geknackt. Also, ihr könnt euch bei uns bewerben. Ja? Wir sind die PB-Knacker. Kostet ein bisschen was, aber geil, ey, ich bin so happy. Ich erst. Schön? Ja. Umarmung? Dafür? Dafür? Vorsicht, nicht, dass der Fisch wieder hier. Ne, ich stehe drauf. Komm jetzt, umarme ich so, du weißt, was danke das heißt. Fürs Mitnehmen. Ein Monat gehaltsfrei arbeiten. Das ist mir jetzt wert. Alter, habt ihr das auf Kamera? So, hier ist mein neuer PB. Ich bin mega happy. Wunderschöner Fisch, kugelrund. Und ich bin echt zufrieden. Es hat sich gelohnt und ich gehe heute gerne baden. Dankeschön, der hat's gebracht. Hatte zwischendurch mal auf den Venom gewechselt, aber dann dachte ich, versuche ich es nochmal mit dem Mad Max und es hat funktioniert und sich gelohnt. Oh, ich bin so happy. Ihr glaubt nicht, wie erleichtert ich bin, dass ich heute nicht oder Vecki, obwohl Vecki kann auch schwimmen, wenn er will. Nee, wir haben unsere Aufgabe gut erfüllt. Ich habe zwar tatsächlich jetzt nicht so viel dazu beigetragen, aber ich bin raus aus der Nummer. Ich bin raus. Raus aus dem Schneider. Aber ich werfe nochmal in die Runde, falls ich meinen PB auffangen sollte, gehe ich auch baden. Ja, das werfe ich auch nochmal in die Runde, falls ich meinen PB fangen sollte, gehe ich auch baden. Vielleicht fangen wir heute alle drei unseren PB und gehen alle drei baden. Dann machen wir eine kleine Schwimmstunde zu dritt. Guck mal da, das schöne Pferd mit Hund am Start. Das ist ein Pferdefreund, ne? Yes. Wir hatten schon in der Familie schon so viele Pferde. Das würden die Frauen gar nicht erwarten. Seit ich denken kann, haben wir Pferde. So ein Tinder-Profilbild mit einem Pferd, wo du so drauf sitzt, wie dieses... nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Hier war es wie Putin da? Ja, dieses heroische Bild von Putin. Oberkörperfrei. Oberkörperfrei, das wäre eigentlich ein gutes Bild von dir. Oh, ich hab den Fisch. Fisch? Scheiße. Ja. Fisch! Big one! Standard? Oder echt? Oder? Oh, ho, ho, ho! Monster war? Personal best. Boah. Personal best. Oh. Also jetzt, ja. No joke, das ist der größte Barsch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Alter Schwede, das denn? Ah! Gehen wir heute beide baden. Nee, der ist nicht so lang, aber das ist der größte Barsch, den ich je gesehen habe. Nicht von der Länge her. Der fetteste. Maschine. Glaube ich, der fetteste Barsch, den ich je gefangen habe. Aber der ist nicht groß. Du hast vorhin die Klappen gemacht. Oh, und auf den Mad Max wieder. Becky, Flo. Alter, was ist das für ein Monster? Der Mad Max hängt hier noch so drin. Oh, Alter. Guckt euch diesen Fisch an. Puh. Was meinst du, wie groß der ist? Der ist auf jeden Fall fett, oder? Alter. Oh. Also ich gehe eigentlich nicht, ich sag ja immer, ich will nicht baden gehen, aber also wenn das jetzt mein PB ist, gehe ich auf jeden Fall mit baden. 52 cm ist mein PB. Ich glaube nicht, dass er 52 hat, aber... Auf dem Mad Max, einer meiner liebsten Farben, so braun. 47,5. Guckt euch diesen krassen Fisch an, bitte. Ist unglaublich. Der darf zurück jetzt. Was für ein toller Fisch. Guck mal, meine Hand ist weg. Mad Max S04 mit dem vermutlich schwersten Barsch, die ich hier in meinem Leben gefangen habe. Eine absolute Maschine.
Good job. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe hier eine neue Hardbed-Box. Das ist eine neue Serie von Plano. Wirklich richtig geil. Verheddern sich die Haken nie. Legst sie hier schön rein. Sie immer schön sortiert. Ich gerade, wenn ich im Turnier angle, liebe ich es ja, wenn ich die Haken und die Köder schnell rauskriege und nicht erst wieder rumfummeln muss und die entheddern muss. Deswegen super geile Box. Haben auch noch andere Boxen für verschiedenste Sachen, aber das hier meine neue Lieblings-Hardbait-Box, Plano. Aber jetzt geht's weiter und zwar, die wird echt unterschätzt. Das ist eine meiner liebsten Farben, S04. Immer für einen großen Barsch gut. Weiß ich nicht, relativ unscheinbar, aber wenn man sieht, die verändert so schön die Farbe, wird grünlich, wird braun, hat ein bisschen was Natürliches. Für mich eine absolut geile Farbe, weil sie auch einen guten Kontrast hat. Hier zum Hellen und dem Braun liebe ich immer. Mal gucken, ob das Ding noch einen überlisten kann. Eben habe ich ziemlich langsam gefischt, wenig aggressiv und jetzt mache ich es mal richtig aggressiv. Allerdings muss man auch sagen, ich fische jetzt hier gerade Fluorocarbon durchgängig, FC2 von Stroft. Da kommt unten natürlich auch ein bisschen weniger an als bei geflochtener. Muss man nur beachten. Also wenn man so reinschlagen würde mit geflochtener, kann es schon mal einfacher passieren, dass der Köder sich überschlägt. Abmarsch, nächster Spot, auch wenn es hier läuft. Mal was Neues sehen, oder Jungs? Ja. So, Abmarsch. Ich mache mir noch schnell einen neuen Köder für den nächsten Spot hin. Jetzt fischen wir alle die gleiche Farbe wieder. Weggie, weggie, weggie. Warte, weggie, kopiert. Mach nichts eigenes. Kopiert man. Na, zumindest schnarcht er noch nicht. Aber bei so einem niedrigen Ruhepuls, da schläft man schon mal ein. Hat ja auch schon hart geangelt heute. Oder Weggie? Becky braucht manchmal ein bisschen Liebe. Denn du trägst keine Liebe in dir. So, los geht's. Mal gucken, ob da was geht. Ja, bisschen Flaute. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt schon super happy mit dem Fisch. Und alles, was jetzt kommt, ist für euch natürlich super. Für die Jungs hier im Boot natürlich auch. Aber für mich ist es Bonus. Für mich ist es Bonus, wirklich. Komm an, Jungs. Konzentration. Hier ist ein richtig guter Spot, weil hier wird es flach, hier strömt es durch, aber die Barsche haben tiefes Wasser zum Verstecken. Und wir angeln genau an der Kante, am heißen Spot vom Übergang, wo sie sich verstecken und zum Jagen nach oben gehen. Das heißt, konzentriert sein, weil jetzt beißt gleich ein großer Fisch. Motivation genug? Ich mache jetzt einen anderen Köder ran. Kleiner, natürlicher. Bam! Oh, ich hab einen Fisch. Oh Mist, ey. Das wäre echt geil gewesen nochmal für die Kamera, oder? Ein Fisch. Los, nächster Spot, echt zäh, nix haben wir bis jetzt, nix, nix, nix. Big one? Schöner Barsch. Na, der ist 48, 46. Pepi, Marco. Die letzten drei Stunden ist nicht viel passiert. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. So langsam läutet sich der Abend ein. Die Sonne steht ein bisschen tiefer. Auch wenn ich glaube, der Spot könnte hier noch liefern. Wir machen jetzt einfach fürs Gefühl was anderes. Ist manchmal einfach wichtig, frisches Wasser zu beangeln. Oder, Flover? Ja, immer. Oder? Und wenn die es die ganze Zeit hier auf einem Spot gefistet haben. Becky, willst du noch kurz erklären, was Fisten bedeutet? Wenn man sehr viel einen Spot penetriert hat. Wenn man sehr viel unten... Was? Oder? Ja, der übertreibt wieder, Alter. Ist Fisten nicht mehr was, man mit
Mit der ganzen Faust? Ja, aber es geht ja... Mann, ey, Becky. Boah, da sind sie. Überall hier. Da sind sie doch. Ja. Da kommen noch mehr hier an der Kante. Vielleicht müssen wir einfach mal kurz die Kante ein bisschen runterjiggen. Becky, machst du kurz den Dings rein? Hier kommen echt immer mal Fische so, ne? Bop. Machst du auch einen Anker rein dann direkt? Wenn es geht, in schnell. Mann, ey, wenn ich heute nichts fange, dann bügel ich mich richtig weg später mit dem Bengel. Dann fängst du morgen auch nichts. Jetzt ist die Abendstunde angebrochen. Aber das, was ich erhofft habe, dass Weißen richtig losgeht, ist noch nicht eingetreten. Aber ey, alles gut, wir haben unseren Job gemacht. Ich habe gedacht, wir räumen heute richtig ab. Hätte ich auch gedacht. So, das war der letzte Wurf. Die abendliche Beißphase ist ausgeblieben. Aber es gibt trotzdem noch eine Sache, auf die wir uns freuen können. Auf die Badestunde, die wir zum Glück nicht nehmen müssen, denn... Den Julian, PB hat der Julian gefangen heute. Komm her. Du hast es geschafft. Ja, vielen Dank. Glückwunsch zum neuen PB. Dafür darfst du uns jetzt auch ein bisschen bespaßen mit der Badestunde. Wir fahren zurück zum Steg, sonst nachher wird es zu kalt. Und, besorgen dir noch ein Handtuch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Julian zum Baden geht. Ja. So, freuen sich alle, dass er springt. Guck mal, was hier für ein Auflauf ist. Ah, am besten, ich habe eine Leiter hinten am Boot, da kannst du ja reinklettern, weil es wird kalt, ne? Nicht, dass wir auch noch reinspringen müssen hier. Ich würde einen Prepper machen. Wie, nee, ich stelle dich doch nicht so an. Aber ich muss, also eine Sache muss ich sagen. Ich finde es gut, dass du durchziehst, weil wir hatten letztens, da wurde dann gekniffen, was aber auch okay ist. Aber du bist auch ein bisschen jünger. Du kriegst das hin. Oh, richtige Maschine. Gut in Form. Oh, wie, was machst du da? Let's go. Ja. Boah, scheiße. Boah. Fuck. Ist kalt? Ja. Hier ist die Leiter. Merkst du? Nicht wehtun. Hast du dir wehgetan? Nee. Komm her, gib Hand. Nee, ich bin jetzt drauf. Ja? High five, dass du durchgezogen hast. Hat sich gelohnt. Liken, kommentieren, abonnieren. Ihr wisst ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, nächsten Sonntag. Haut rein. Ciao. Ciao.